Schnelle Erholung. So, dann müssten da jetzt noch richtig krasse Häuser kommen. Ihr seht's hier. Richtig schön. Zumindest ein bisschen hübscher werden die jetzt mit der Zeit. Bing, 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 bing. Hightech-Wohnhäuser. Oh. Nice. Okay. Ja, ja. Ja, ja, macht mal. Dann brauchen wir noch Büros. Wo haue ich denn Büros mal hin? Da, wo die am schnellsten hinkommen, wegen Arbeit und so. Hier haben wir sehr viel Drecksluft. Puh. Großstadt. Ja. Kosten, machen die irgendwie... Universität haben wir, damit ihnen genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Okay, 148.000 mal wieder. Hm, ja. Schön. Schön im rechten Winkel, immer dran denken. Büros. So. Was für eine geile Kreuzung, ey. Was für eine geile Kreuzung. Okidoki. Dann hau ich hier doch nochmal ein bisschen bei Rose hin. Ich denke mal, das sollte auch nicht verkehrt hier sein. Dann muss ich aber gleich noch dran denken, was auch hinzumachen. Strom sollte auf jeden Fall gleich da sein. Wasser sieht auch fast perfekt hier aus. Dann die, ja, Krematorien. Hauptstraße, haben wir das. Machen wir das erstmal so. So, sind hier unten alle abgedeckt. Vielleicht hier auch nochmal was hin. Super, das sieht doch schon mal schick aus. Eine Sauna haben wir hier auch irgendwie, glaube ich schon. Glaube ja. Was sind das denn für Megakomplexe? Ich dachte gerade, das war ein Gebäude. Meine Güte. Okay. Hochgebildete. Ja, die gehen ja alle jetzt hier hin, ne? Wir haben da schon ein paar Leute. 1832 von 4500. Tendenz steigend. Sehr schön. Bildung. Wer braucht sowas? Grundschulen viel zu wenig. Oberschulen, ja. Gut, dann muss hier auch noch irgendwie eine Grundschule hin. Das ist ja nicht verkehrt. Wir haben ja auch ein bisschen Kohle. Hier mache ich gleich auch nochmal so einen Halbkreis ran, um das Pizza-Symbol fertig zu machen. So vielleicht. Und da dann das hin. Okay, dann das bitte einmal mit... Hier. So, wie viel habe ich hier genommen? 3? Kann das sein? Das ist ein rechter Winkel. Sieht beinahe so aus, ja. Jetzt habe ich natürlich diesen Streifen hier verbaut. Also schieben wir mal das ein wenig dahin. Und das ein wenig da. Und dann einmal, das ist die Todeskreuzung, hoch 10. Schau dir diese Kreuzung mal an, ey. Die Sternenkreuzung. Das ist so ein bisschen Tokio oder so nachempfunden. Falls ihr diese Kreuzung kennt in Tokio. Praktisch der Times Square in Tokio. Ich habe keine Ahnung, wie das Gebiet da heißt. Wasser, da muss noch ein bisschen was. Wir haben hier gar keine Probleme mit der damit zu niedrige Temperatur. Das heißt, wir müssen gar nicht diese Heizrohre machen. Kesselstation, ja, das brauchen wir alles gar nicht. Geothermiekraftwerk. Ja. Ach, guck mal, das ist doch eigentlich ganz schick. Gefällt mir hier so. So, was sagen die Bücher? Das ist immer noch zu wenig. Wir haben viele, die gerne zur Schule gehen würden, aber die können es einfach nicht. Oberschule ist in Ordnung, Universität ist auch.
ganz gut, aber das hier fehlt halt. Brauchen wir da mehr Arbeit oder so? Ich weiß es nicht. So, und ich sehe, wir brauchen auch mehr Gewerbe. Mehr Gewerbe, mehr Gewerbe. Hier sind die Büros. Pass mal auf. Wollte ich nicht. Mach mal weg. So. Ja, das ist genau hier drüber. Hier hin. Zack. Gut. Gut, gut, gut. Muss natürlich nicht so dicht sein. Ich glaube, wir werden hierdurch noch mehr Probleme mit Verkehr bekommen. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das falsche Ding. Hier, Wasser. So, um Wärme umzuverteilen. Bla, bla, bla. Wasserrohre. Aber wir haben 29 Grad. Ich glaube, wir haben es nie irgendwie so richtig kalt. Kriminalität, habe ich gerade was gesehen, aber ist relativ niedrig. Wie ist die Auslastung von unserem Gefängnis? 65.000 haben wir noch. Es sind keine Leute da. Also so gut wie gar nicht benötigt. Ergo, machen wir es erstmal aus, um mehr Budget zu kriegen. Also wenn da niemand drin ist, müssen wir es auch nicht laufen lassen und unnötig Geld bezahlen. Ich wollte es einfach auf dieser Klippe hier so ein bisschen haben. Okay, wie habe ich den Wasserfluss denn jetzt beeinflusst? Beeinflusst? Achso, die Dinge gibt es ja auch noch. Wasseraufbereitungsanlage. Ach, sie wollten kein Abwasser in Wassergebiet pumpen. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Reinigt die Verschmutzung des Abwassers zu 85%. Wie war das bei dem Ding? Gar kein Text. Ich meine, das war Clarify, dass es sogar komplett sauber gemacht hat, oder? Genug Abwasser wird gereinigt und auch genug sauberes Wasser wird dadurch wieder hinzugefügt. Die macht natürlich jetzt hier viel Schmutz, ne? Hier kommt so nach und nach neues Wohnleben dazu, das ist auch schön. So, einfach mal ein bisschen abwarten und sich das Ganze angucken. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Bäume und so Sachen hier. Botanischer Garten ist schick. Rossellpark, Hüftburg. Ja, meinetwegen kriegt ihr auch so einen Kram. So ein Zen-Garten. Hier, bitteschön. Habe ich noch gar nicht die Dinge gebaut. Okay. So. Okay, ihr seht hier sehr viel Verkehr. Und hier geht es auch gerade steil ab, weil die das sehr mögen. Ja, meinetwegen. Ein Reitstall. Skateboardpark. Das mögen die doch bestimmt. Direkt neben der Schule so ein Skateboardpark. Klingt doch nach einer super Idee. Das sieht aus, als wäre das gewollt. Skateboardpark. Direkt in so einer Dingsbums. Ah, das Teil ist auch jetzt verschwunden. Schade, schade, schade. Okay. Wir machen richtig viel Kohle. Wir sind jetzt eine großartige Stadt. Keine Großstadt, sondern eine großartige. Damit haben wir jetzt Solarkraftwerke. Das ist schön. Eine Hauptstadt. Da wird es jetzt interessant. Ich habe nur die ganzen Sachen nicht gebaut. Dann würde ich ja mal ganz kurz gucken,
Atomkraftwerk, ja, ja. Luxushotel. Ich suche das Atomkraftwerk. Das hier darf ich alles bauen, oder was? Steuerbehörde. Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Wie sieht das Ding denn aus? Große Bibliothek, Observatorium, Pyramide der Sicherheit, Wissenschaftszentrum, Aquarium, Expo-Center, ja gut, kostet aber auch sehr viel Kohle. Turm der hohen Zinsen ist tatsächlich sehr hoch. Viele Firmen mieten dort gerne wegen der schönen Aussicht ein. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Hier sind diese ganzen Sachen, oder was? Kathedrale des Wohlstands, Stadion, MAM Modern Art Museum, dann Meer- und Wolkenkratzer, sehr schönes Teil, Theater der Wunder, funkelnde Einhorn-Regenbogenpark, okay, gewinnen Sie Flutgebiet und die Allianz Arena. Besucherkapazität 1500. Allianz Arena. Wow. Okay. Muss man die Anarchie ausmachen? Ist tatsächlich ein bisschen... bisschen groß, oder? Okay. Das Ding hier kostet 20.000. Das würde ich gerne hier so in die Mitte setzen. Was bringt denn das genau? In diesem beeindruckenden Bürogebäude haben sehr viele Firmen... Naja, Büros... Wo haben wir denn die Büros? Hier, ne? Okay. Das sieht schick aus. Das gefällt mir. Da haben wir Besucher. Na gut. War nicht so ganz optimal. Das sieht alles noch okay aus. Also es staut sich nicht bis zur Walachei hin. Hier vorne so ein bisschen. Ja, wie sieht es denn mit der Bildung jetzt aus? Grundschule immer noch furchtbar. Oberschule, jawohl. Universität auch, okay. Hochgebildet sind bisher 6%, ungebildet 33%. Brauchen natürlich auch ein bisschen ungebildete Leute, die hier arbeiten. Eigentlich sieht das ganz schick aus hier so. Gut. Wo haben wir denn jetzt Mangel noch an Bildung? Also da haben wir. Hier vorne, die brauchen. Ich überlege, ob ich erstmal hier entferne. Dieses Viereck. Also ich überlege es nicht nur, ich mache es auch einfach. Entfernen wir einfach das ganze Ding hier, Kladderadonsch. So, malen jetzt einmal da bitte rüber. Ich brauche einen größeren Pinsel, gibt's aber nicht. Ich kann auch einfach auffüllen, aber dann weiß ich nicht, ob ich wirklich alles erwische. Den male ich einfach alles an. So, und dann setzen wir da rein noch so eine Grundschule. Hier hin. Das Teil darf auch noch einmal. Da ist auch... Es ist ja schon überall hier. Nicht nur noch Polizei und so weiter. Gut. Machen wir das auch. Hier kommt einmal die Polizei und natürlich die Feuer. Nein.
Einmal die Feuerwehr bitte direkt daneben. Und medizinische Einrichtung. So, das hätten wir auch. So, mal gucken. Strom, tralala, wird langsam wieder eng. Ganz genau. Wir hätten hier noch die Möglichkeit, Solarkraftwerke zu machen. Ja. Hier ist ja so unser Dingsgebiet, aber wir brauchen dafür eine Straße mal wieder. Erzeugt auch vermutlich wieder Lärm in gewissen Umkreis. Das heißt, da wollen dann keine Leute leben. Na gut. Ist das hier irgendwo gerade, dass ich es anbauen kann? Nö, natürlich nicht. Wie mache ich das denn? Weil das ist ja hier so eine... Ich weiß nicht, gucken wir mal ganz kurz mal, ob wir hier irgendwelche Rohstoffe haben. Wald, ja. Das ist jetzt aber hier so eine gerade Strecke, ja. Gut, da müsst ihr doch jetzt ein bisschen von diesem Kram ranpassen. Gut, das funktioniert. Einmal hier bitte hin. Hat es 200.000 gekostet oder was? 80.000, 160.000. Der Strom sollte jetzt erstmal durchaus ausreichen, wie man sieht. Wir könnten dann theoretisch damit diesen ganzen Kladderadöngs wegmachen. Zumindest diese hinteren Sachen einmal bitte. So. Es reicht immer noch alles. Aber sicher ist sicher. Aber bitte hier auch nicht weiterlaufen lassen. Die Leute wollen jetzt da noch nicht einziehen. Kommen jetzt aber. Okay, Bildung. Kommt langsam. Berechtigt 4.300. Kapazität 4.000. Hier 2.700 berechtigt, aber nur 1.800 Kapazität. Wir können natürlich das Budget erhöhen für die Grundschulen, für die Bildung. Ja. Guck ich mal, wie das jetzt aussieht. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus von den Grundschulen. Kapazität ist 2250. Das ist in Ordnung. Und das auch. Wir haben ja genug Geld dafür, ne? Kann ich jetzt mal ganz kurz das Gebiet anschauen. Das ganze Gebiet hier erweitern. Beziehungsweise, wir machen mal hier ein neues Gebiet. Ganze soll ich immer so ein bisschen dazu zum Universitätsgebiet. Keine Ahnung. Kann man gerne mal machen. So. Da dürfen auch Hightech-Hochhäuser. Enthusiast für Kleinunternehmen. Weiß ich nicht, da muss ich nochmal ganz genau mir das angucken. Bildungsschub. 25% mehr Bildungstralala. Gut. Schauen wir uns das mal an. Sieht hier schon sehr cool aus. Mit den Büros. Das sind echt krasse Büros. Besonders, weil das Teil da in der Nähe steht. Vermute ich mal, dass die auch extra dadurch dann ganz hoch gegangen sind, ne? Ah ja, sehr schön. Das Teil ist cool. 14 Touristen diese Woche. Wow. So, hier haben wir auch ein paar Hightech-Wohnhäuser. Sehr cool. Ja, unsere Stadt wächst, Jungs. Unsere Stadt wächst. Wir brauchen aber mehr Arbeitsplätze, so wie es aussieht, so langsam. Einmal so eine Gerade und dann... kommt es hier in die Mitte zu diesem Superplaza. Also, wenn man sich das so anguckt, ich bräuchte...
Ey, das gefällt mir hier. Würdet ihr hier wohnen wollen? In so einer großen Kreuz natürlich sehr viel Verkehr. Irgendwie sieht das cool aus. Irgendwie ist das sehr, sehr cool. Schöne große Kreuz und so. So eine süße Wohnung. Hier so ein schönes Haus. Guck dir das Ding mal an. Das ist sehr witzig. Also es gefällt mir hier ganz gut. Das finde ich hier echt ganz schnieke geworden. Okay, sehr schön. Also dran denken, wir müssen mehr von dem Zeug hier machen. Und ja, das werden wir dann beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Ich würde erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, euch gefällt's. Euch hat es Spaß gemacht. Ihr wollt mehr davon sehen, gerne ein Däumchen oben draus aufs Video hauen jeweils. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.